Angst gehört zum Leben. Sie ist eines der frühesten Gefühle des Kindes. Ohne Angst könnten wir nicht überleben. Doch Angst hat viele Gesichter. Sie kann den Menschen schützen vor Gefahren. Wenn sie aber entgleist, so kann sie ihn hemmen, isolieren und zerstören. Mein Name ist Samuel Pfeiffer und ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Bleiben Sie dran! Willkommen zu einem Vortrag in der Reihe Psychiatrie, Psychotherapie und Glaube, Spiritualität und Seelsorge, entwickelt als Fortbildung für Spiritual Care. Willkommen in meinem Sprechzimmer. Mit diesem Video möchte ich Ihnen einen kleinen Überblick über die Angststörungen geben, über ihre Symptome, die Auswirkungen und auch über die Therapieansätze. Zuerst ganz kurz ein Hinweis auf eine Unterrichtshilfe, nämlich mein Seminarheft, das Sie gratis von meiner Webseite herunterladen können. 40 Seiten, kurz und prägnant, mit vielen Hinweisen auf weiterführende und ergänzende Literatur. Angst verstehen und bewältigen. Nun, Angst ist kein neues Phänomen. Schon im 19. Jahrhundert sprach der englische Dichter Auden von einem Zeitalter der Angst. 1990 fand ich einen Zeitschriftentitel »Die Zeitkrankheit Angst«. Der Theologe Curtin sagte 2000, die Angst sei die eigentliche Signatur unserer Epoche. Und das war gerade noch vor den Anschlägen auf New York. Im Jahr 2004 sprach der Stern von der Pest des Zeitalters der Globalisierung. Und schließlich im Jahr 2000 hat mit der Corona-Epidemie Angst eine völlig neue Bedeutung gewonnen. Und dennoch, Angst ist nicht neu. Schon vor über 3000 Jahren betete der Psalmist: Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Viele Menschen heute leben in einer enormen Angst auch vor der Endzeit. Und die Bilder, die wir hier sehen, das Coronavirus oder der Rauch, der über New York aufsteigt, auch schon wieder 20 Jahre her, nicht wahr? Die Dürre, die klimatischen Veränderungen, all das lässt Ängste hochkommen. Aber Angst ist nicht nur in der globalisierten Welt ein großes Phänomen, sondern jeder Einzelne von uns kennt Angst als Grundphänomen des Lebens. Angst ist eines der frühesten Gefühle des Kindes. Angst ist ein Schutzmechanismus, nämlich die Angst vor realen Problemen, etwa einer heißen Herdplatte für ein kleines Kind. Aber Angst kann auch zur Qual werden, die Angst vor Krieg, vor Terror, vor Atom-, vor Umweltkatastrophen, die Angst vor Börsencrash bis hin zu den ganz persönlichen, existenziellen Ängsten vor anderen Menschen etwa. Und Angst führt die Menschen auch in die Seelsorge und in die Psychotherapie. Es ist das häufigste Gefühl, das Menschen in eine Therapie oder Seelsorge führt. Umfragen bei Psychotherapeuten haben ergeben, dass ca. 60% ihrer Patienten an Ängsten und 56% an Depressionen leiden. Erst weit danach folgen Partnerschaftsprobleme, Kontaktprobleme, Sexualprobleme, Arbeits- und Familienprobleme. Und besonders quälend sind Ängste, für die es objektiv keinen Grund gibt. Es wird nach wie vor hektisch geforscht, was denn eigentlich die Gründe für die Angst sind. Und man weiß es bis heute noch nicht so genau. Da kommt vielleicht wieder einmal eine hoffnungsvolle Zeitungsmeldung. Etwa: Durchbruch in der Angstforschung. Was geschieht im Gehirn von Menschen, die von krankhaften Angstzuständen geplagt werden? Weshalb haben Medikamente so viele unerwünschte Nebenwirkungen? Ein Forscherteam aus Zürich ist der Antwort auf diese Fragen ein Stück näher gekommen. Zumindest bei Mäusen haben sie herausgefunden, wo genau im Hirn die Angst sitzt. Allerdings, der Mensch ist keine Maus und die Forschung hat noch einen weiten Weg zu gehen. Nun, Angst ist auch schon genetisch angelegt. Das haben Forschungen des berühmten Entwicklungspsychologen Jerome Kagan ergeben. Er beobachtete, dass Kinder schon in sehr frühem Alter entweder eher gehemmt, also ängstlich, oder ungehemmt eher angstfrei sind.
Gehemmte, ängstliche Kinder haben eine intensivere Reaktion vom sogenannten limbischen zum sympathischen Nervensystem als ungehemmte Kinder. Wenn etwas Ungewohntes auf sie zurückkommt, dann reagieren sie mit Zurückhaltung, vermeiden, verstummen, manchmal weinen. Und Sharon Kagan sagt, die einen beginnen das Leben mit einer Physiologie, die es ihnen leichter macht, spontan, entspannt und eifrig immer Kunden von neuen Situationen zu sein, und andere haben da mehr Schwierigkeiten. Wie typologisiert man denn die Angst? Und da gibt es einen Klassiker der Psychologie von Fritz Riemann, der heißt Grundformen der Angst. Das Buch ist nach wie vor erhältlich im Buchhandel, etwa via Amazon. Und er beschreibt 4 Ängste. Da gibt es den zwanghaften Typus, der hat Angst vor Veränderung. Es gibt den hysteroiden Typus, der hat Angst vor Endgültigkeit. Schizoide Angst bedeutet Angst vor Nähe, Leute, die sich eher zurückziehen von anderen Menschen. Und depressive Angst bezieht sich darauf, Angst zu haben vor der Selbstwerdung. Die Teilnehmenden dieses Kurses erhalten auch ein Arbeitsblatt, in dem ich diese 4 Ängste etwas genauer darstellen werde, so will ich sie hier nicht ausführen. Wir unterscheiden auch zwischen gesunder und ungesunder Angst. Schauen wir uns zuerst die gesunde Angst an. Da ist die sogenannte Realangst vor echten Gefahren, auch eine Signalangst, wenn man etwa in der Dunkelheit allein durch eine schmale Gasse geht oder wenn man über Eis läuft, dann kriegt man eine Signalangst, die einem zeigt, jetzt musst du vorsichtig sein, bereite dich auf alles vor. Als zweites haben wir die Gewissensangst. Sie ist die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. Sie hält uns davon ab, uns irgendetwas anzueignen oder Grenzen zu überschreiten, weil unser Gewissen uns daran hindert. Und schließlich Vitalangst. Als Warnsymptom bei körperlichen Erkrankungen oftmals beschreiben Menschen, die einen Herzinfarkt haben, zuvor eine massive Angst, die ihnen zeigt, jetzt ist etwas gar nicht mehr gut, jetzt muss ich unbedingt einen Arzt oder sogar einen Notfall aufsuchen. Angst hilft uns auch im Sport. Ein Cliffdiver hat einmal gesagt, die Angst hilft uns, uns zu konzentrieren. Ohne Angst wäre jeder von uns tot. Denn nur durch die Angst bereitet sich ein Cliffdiver sorgfältig vor auf seinen Flug. Und nun gibt es aber auch die ungesunde Angst. Es ist eine Angst ohne äußere Bedrohung. Angst etwa, dass ein Mensch mich nicht mehr liebt, dass ich verlassen werden könnte, obwohl das gar nicht so sein muss. Das zweite Kennzeichen ist, die Angstreaktion ist der Situation nicht angemessen. Das dritte, die Angst dauert viel länger als der Auslöser. Und noch etwas, es gibt keine Erklärung, keine Verminderung, keine Bewältigungsmöglichkeit über lange Zeit, nachdem der Angstauslöser längst vergangen ist. Und diese Ängste führen dann zu einer deutlichen Beeinträchtigung der Lebensqualität. In der Psychologie und Persönlichkeitstypologie gibt es noch einen Begriff, der heißt Neurotizismus. Der Neurotizismus misst auch im Persönlichkeitstest die Ängstlichkeit. Es ist eine grundlegende Sensibilität des Menschen auf Ängste. Menschen mit einem hohen Neurotizismuswert zeigen folgende Eigenschaften. Sie sind emotional nicht so stabil. Sie neigen zu Nervosität, die sich auch in nervösen Störungen manifestieren kann. Sie beklagen sich oft über körperliche Schmerzen, Kopfschmerzen, Magenbeschwerden, Schwindelanfälle, Muskelverspannungen etc. Dann oftmals auch über einschießende negative Gefühle, etwa über Ärger oder Angst. Sie reagieren schnell auf Stress, haben Stressreaktionen, die viel langsamer abklingen. Sie fühlen sich rasch unsicher und verlegen und sie neigen situationsbedingt eher zu Traurigkeit. Dieser Begriff Neurotizismus wird uns nachher noch weiter beschäftigen. Hier nun einige Symptome der Angst. Das sind einmal die körperlichen Symptome. Eine Beklemmung, Atemnot,
Ein Engegefühl, Herzklopfen, Schwindeln, Zittern, Kribbeln, Schweißausbrüche, Mundtrockenheit, Harndrang, Magen-Darm-Symptome bis hin zu Durchfall oder ein plötzlicher Blutdruckanstieg. Und es gibt auch die psychischen Symptome, eine qualvolle Einengung, eine Fixierung auf eine ängstliche Erwartung, was kommt auf mich zu, eine innere Unruhe und Anspannung, Schlafstörungen, das Gefühl, ausgeliefert zu sein, eine verminderte Belastbarkeit, manchmal sogar ein Gefühl, man würde alles nur durch eine Zellophanfolie sehen. Im Gehirn wissen wir zum Teil, wo manche Angstzentren liegen. Ganz im Zentrum des Gehirns liegt das limbische System oder der Hippocampus. Dieser ist wichtig, um Reize von außen zu deuten und einzuordnen. Angst beginnt mit einer Wahrnehmung. Ich höre eine Männerstimme, ohne dass ich die Person sehe. Und mein limbisches System sagt schon, wer könnte das sein? Ist das jemand, der mich bedrohen möchte? Ist das jemand, der mir böse will? Oder aber ich sehe einen Hund. Könnte dieser Hund mich angreifen? Könnte er mir gefährlich werden? Das heißt, im limbischen System findet bereits eine Bewertung der Gefahr statt. Und bei dieser Bewertung sucht das Gehirn nun seinen Speicher ab. Was habe ich schon erlebt mit einem bösen Mann? Oder was habe ich schon erlebt mit einem Hund? Und diese Informationen verdichten sich dann zu einer zunehmend intensiveren Angst, außer die Vernunft sagt uns, dass hier doch gar keine Gefahr herrscht, dass diese Männerstimme ein zufällig vorbeilaufender Wanderer ist, dass der Hund doch überhaupt nicht gefährlich ist, so klein wie er ist. Die Vernunft dämpft dann also wieder unsere Angst. Wenn aber die Angst weiter da ist, dann kommt es zu einer sogenannten neurobiologischen Sensibilisierung. Das klingt jetzt recht kompliziert, aber das bedeutet letztlich, dass unser Nervensystem in ständiger Alarmbereitschaft ist. Jeder Reiz löst dann eine Kaskade nicht nur von Impulsen im Gehirn, sondern auch von Hormonen aus. Und diese Stresshormone, die lösen dann ihrerseits wieder eine Reaktion in der Nebennierenrinde aus und dort wird das Adrenalin ausgeschüttet und das flutet den Körper. Und das kann auch langfristig, gerade bei sensiblen Menschen, zu einer verminderten psychischen Belastbarkeit führen. Im Seminarheft finden Sie auch einen Kreislauf der Angst. Da sehen Sie, der Auslöser führt zuerst einmal zu einer körperlichen Veränderung. Ich verspanne mich beispielsweise oder ich schwitze. Dann kommt der Gedanke, Gefahr, Achtung. Dann geht es weiter. Jetzt entsteht erstmals das Gefühl, ich habe Angst. Und die Angst führt in diesem Kreislauf aber weiter. Jetzt kommen Stresssymptome auf. Noch mehr Stresssymptome, vielleicht schlägt es mir auf den Magen, vielleicht habe ich ein flaues Gefühl im Bauch oder ich fühle mich schwach und das Ganze kann sich dann immer mehr in einem Kreislauf verstärken. Gleichzeitig haben wir dann den Drang zu vermeiden, dass wir noch mehr Angst haben müssen, Situationen zu vermeiden, die Angst auslösen könnten. Und dann kommt es also zu sichtbarem Verhalten, zu Rückzug, zu Erstarren. Oder zu Anklammerung oder Isolation. Und manche Menschen, die ängstlich sind, die haben dann nur schon Angst davor, sie könnten wieder in eine Situation geraten, wo sie Angst haben. Man nennt das die Angst vor der Angst. Was gibt es denn nun für Angststörungen? Ich habe Ihnen hier nur einige aufgezählt. Zum Beispiel Tierphobie, zum Beispiel vor einem Hund. Agoraphobie, wir werden das nachher noch genauer anschauen, Panikstörung, soziale Phobie, eine allgemeine, generalisierte Angststörung, Angst und Depression gemischt, Zwangsstörung, das ist nochmal ein separates Thema, und auch Angst bei posttraumatischer Belastungsstörung. Phobische Störungen, die sind einfacher eigentlich. Sie sind eindeutig definiert. Eigentlich ungefährliche Situationen, es kommt zur Vermeidung übermäßiger Angst, Herzklopfen, Schwächegefühl, Kontrollverlust und nur schon die Vorstellung, es könnte mir ein Hund begegnen, führt dazu, dass ich eine Erwartungsangst habe. Die Agoraphobie,
Die taucht dann auf, wenn Menschen Angst haben, unter Menschen zu gehen, also unter Menschenmengen. Diese Leute haben Schwierigkeiten, wenn sie etwa in einem Zug sitzen und die Tür geht zu, sie fühlen sich eingesperrt, sie werden panisch. Sie haben auch Angst vor öffentlichen Plätzen. Eine Frau hat mir einmal geschildert, wie sie sich nur noch entlang der Mauern eines Platzes weiter bewegt habe, aber sie habe nicht mehr die Freiheit gehabt, quer über den offenen Platz zu gehen. Sonst hätte das bei ihr eine Riesenpanik ausgelöst. Sie können sich vorstellen, wenn man ständig solche Ängste hat, dann kann man auch deprimiert werden. Und man vermeidet es, unter große Menschenmengen zu gehen oder über Plätze zu gehen oder mit einem Verkehrsmittel zu fahren. All das kann also das Leben deutlich beeinträchtigen. Beeinträchtigt sind auch Menschen mit einer sozialen Phobie. Bei ihnen ist es vor allem die Angst vor anderen Menschen. Zudem ein niedriges Selbstwertgefühl. Was denken die anderen über mich? Die kritisieren mich doch hinter meinem Rücken nur. Und oftmals haben diese Menschen dann ein inneres Zittern oder sie erröten ohne Grund, weil jemand irgendetwas sagt. Manchmal wird es ihnen flau im Magen oder sie haben sogar Übelkeit oder müssen rasch aufs WC rennen, weil sie den Drang zum Wasserlassen haben. Und damit entziehen sie sich natürlich wieder dem menschlichen Kontakt, aber das lässt sie zunehmend vereinsamen. Die generalisierte Angst, die ist noch diffuser. Da ist kein wirklicher Auslöser mehr da. Sie ist sogenannt frei flottierend. Diese Menschen haben eine ständige Nervosität, Zittern, Muskelspannungen, Schwitzen, Benommenheit, Herzklopfen, Schwindelgefühle und Oberbauchbeschwerden. Da kann die Angst um einen geliebten Menschen sein, der Verlust eines Menschen oder von etwas, was einem wichtig ist. Und all das legt sich wie ein dunkler Schleier über die Menschen. Nun, wie verlaufen denn Angststörungen? Es gab mal eine große Nachuntersuchung von Angstpatienten nach 7 bis 9 Jahren nach der ersten Diagnose. Das ist eine lange Zeit. Übrigens durchgeführt wurde diese Untersuchung von einem Professor, der selber Angst heißt, Jules Angst. Sein Team hat festgestellt, 23% waren nach etwa 9 Jahren völlig frei von Symptomen. Also ein Viertel hat keine Probleme mehr gehabt. Aber 3/4 spürten noch gewisse Symptome. Die Hälfte spürten Beeinträchtigungen bei der Arbeit. 12% auch in privaten Beziehungen. Und 1/4 war weiterhin in psychotherapeutischer Behandlung. Wenn wir Menschen begleiten, die Ängste haben, dann sehen wir da als Grundlage eine sensible Persönlichkeit. Und da tritt ein Stress auf und es kommt ockerfarbig erstmals zu einer Angstphase. Diese klingt dann mit der Zeit ab. Aber wenn dann wiederum ein Stress auftritt, eine Beziehungskrise beispielsweise, der Verlust eines lieben Menschen, dann kann es erneut zu einer vielleicht noch größeren Angstphase kommen, die dann auch länger braucht, bis sie abklingt. Und dann gibt es Menschen, die ein sogenanntes Residuum haben, das heißt, nach dem ersten Stress tritt eine Angstphase auf, die geht zurück, es wird wieder erträglich, aber dann braucht es gar nicht viel und es kommt eine neue Angstphase und irgendwo sagen die Menschen, ich bin nie ganz frei von Angst. Und das ist genau das, was wir gesehen haben in der Verlaufsuntersuchung von Professor Angst. Wie diagnostizieren wir Angst? Vielleicht noch ein wichtiges Wort überhaupt zur Diagnostik. Die Diagnostik ist an sich schon ein Teil der Therapie. Es ist also ganz wichtig, den Patienten, den Klienten das Gefühl zu geben, dass man sie ernst nimmt. Dass man mit der Diagnostik, mit den Fragen nach den verschiedenen Symptomen zeigt, dass er mit seinen Ängsten nicht allein ist und ihm oder ihr hilft, das Undefinierbare und Bedrohliche der Angst einzuordnen. Und die Diagnostik entscheidet natürlich über das weitere Vorgehen. Wir schauen, was sind die Symptome, was ist der Schweregrad, was ist die Dauer, welche Form der Angststörung liegt vor.
Handelt es sich allenfalls um eine psychotische Angst, dann würde es eher in das Thema von Psychosen gehen, dort braucht es dann auch andere Medikamente. Oder wird die Angst von einer Depression begleitet, dann wären Antidepressiva angezeigt. So müssen wir also schauen, wie überhaupt die Angst gestaltet ist, bevor wir uns dann den Elementen zuwenden, und die können wir auch dem Patienten, der Klientin noch einmal erklären. Die vier Elemente der Angst. Da ist erstens immer ein Auslöser. Wir fragen also, was war der Auslöser Ihrer Angst? Dann fragen wir nach der körperlichen Reaktion, Nummer zwei. Als drittes, was waren Ihre Gefühle dabei? Wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sich das auch auf Ihr Verhalten und auf Ihr Denken ausgewirkt? Wenn wir vom Denken sprechen, dann heißt das vielleicht, in diese Situation möchte ich nicht mehr kommen. Ich muss aufpassen, ich muss zurückhaltend sein, ich darf nicht mehr unter Leute gehen, ich darf mich nicht mehr diesem Stress aussetzen, etc. etc. Und all das führt natürlich dann zu Veränderungen des Verhaltens, typischen angstgeleiteten Veränderungen. Wie kann man nun Angst bewältigen? Es gibt vier Elemente der Bewältigung. Das erste ist Umgehen mit den Realitäten. Wir werden also mit der Person darüber sprechen. Was ist es denn, was Ihnen Angst gemacht hat? Wie können Sie besser damit umgehen? Was könnte eine gute Form sein, die Realitäten anders einzuordnen, sodass Sie nicht mehr diese Angst erzeugen? Das zweite ist das Dämpfen der Körperreaktion. Das kann zum Teil durch Medikamente geschehen, aber manche Leute haben auch ihre eigenen Strategien, vielleicht ein ätherisches Öl, das sie an die Schläfen tupfen, das ihre Kopfschmerzen lindert und sie dadurch auch weniger Angst haben. Das dritte, ganz wesentlich, ist die Entspannung der Gefühle. Hier gibt es verschiedene Techniken der Entspannung, auch die Achtsamkeit beispielsweise, Entspannungsübungen ganz allgemein. Und schließlich die Veränderung des Denkens, wo man sich fragen kann, was kann mir diese Person, diese Situation eigentlich anhaben? Wie gehe ich auf diese Situation ein? Was heißt das für meinen Selbstwert? Selbst wenn jemand anders vielleicht im Raum lacht, das muss doch nicht wegen mir sein. Ich muss also lernen, anders zu denken. Medikamente können bei akuten Ängsten lindernd und beruhigend wirken. Es gibt schnell wirksame Medikamente, das sind die sogenannten Benzodiazepine, aber die Langzeitbehandlung der Angst erfolgt mit Antidepressiva. Und eine ganz wichtige Grundregel, Medikamente sollen nie ohne begleitende Gesprächstherapie eingesetzt werden. Selbst wenn ich jemand Medikamente verschreibe und diese Person sagt, ja, ich habe noch eine Beraterin, eine Seelsorgerin, die mich unterstützt, dann sage ich, jawohl, das finde ich sehr wichtig. Ich gebe Ihnen Medikamente, aber Sie brauchen zusätzlich auch noch Gespräche. Kommen wir nun zur Bedeutung des Denkens. Und da gibt es eine ganz einfache Theorie, die heißt ABC-Theorie. A, der Auslöser, C, die Konsequenz, das Gefühl, die Angst, und B ist die Bewertung oder auf Englisch Beliefs. Es sind die Gedanken, wie ich einen Auslöser bewerte, die erst dazu führen, ob ich Angst bekomme oder nicht. A, der Chef legt mir eine Arbeit auf den Tisch und sagt, erledigen Sie das bis heute Nachmittag. B, das schaffe ich nie. Der denkt sicher, ich könne das nicht. Dann bin ich ein Versager. Was kommt für ein Gefühl auf? Angst, ich schaffe es nicht. In der Veränderung des Denkens halte ich mich gerne an Grundsätze, die Viktor Frankl einmal aufgestellt hat. Er sagt, wir brauchen zwei Strategien. Das erste wäre die Einstellungsmodulation. Wie stelle ich mich ein zu einem Stress, zu einer Belastung, zu einer Herausforderung? Und das zweite, eine sogenannte Gesichtsfelderweiterung. Was für Optionen habe ich? Was für Möglichkeiten habe ich? Was gäbe es für Alternativen, diesen Stress zu bewältigen?
Und das gefällt mir sehr gut. Ich habe hier noch einen Vergleich gemacht zwischen Wegen zur Angstverminderung und dem christlichen Glauben. Viktor Frankl sagt beispielsweise, wesentlich sei es, eine Verminderung des Egozentrismus zu erreichen. Egozentrismus, wenn der Chef mir Arbeit auf den Tisch legt und ich gleich den Eindruck habe, das schaffe ich, Ego, nicht, dann muss ich sagen, stopp, ich gehe das jetzt mal ruhig an. Ich muss nicht so sehr darauf achten, wie ich da stehe. Ich werde das schaffen, also eine Verminderung, einfach sich nicht ganz so stark auf die negativen Aspekte meiner selbst zu richten. Und im Glauben könnten wir sagen, bescheiden sein, ich packe das an, aber auch das Wissen des Geschenkten, ja, ich habe Begabungen, der Herr ist da. Und das kommt dann in der Verminderung der Hyperreflexion, des übermäßigen Denkens, statt dass man sich der Aufgabe widmet, überlegt man die ganze Zeit, wie schaffe ich das eigentlich? Und dadurch wird man umso angespannter. Im Glauben können wir sagen, der Herr ist mein Helfer, was können Menschen mir tun? Ich gehe das jetzt an, Herr, du bist jetzt bei mir. Und Viktor Frankl spricht drittens dann vom Willen zum Sinn. Eine positive Einstellung und Ausschöpfung der vorhandenen Möglichkeiten. Im Glauben könnten wir sagen, Vertrauen haben. Ich gebe mein Bestes. Ich sage Ja zu meinen Grenzen. Ich bin bereit, loszulassen. Ich habe das Vertrauen, dass der Weg weitergeht, auch wenn ich ihn noch nicht sehe. Jesus hat einmal gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder dieses Aber hat in der Bibel noch verschiedene andere Möglichkeiten. Beispielsweise aus Psalm 71. Du lässest mich erfahren, viele und große Angst. Doch du machst mich wieder lebendig und holst mich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Du gibst mir neuen Wert und tröstest mich. Oder wenn du durch Wasser gehst, so will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Was für eine Verheißung liegt auch in diesen biblischen Texten. Nun, bei manchen Menschen bleibt Sensibilität Teil des Lebens, der sie begleitet. Nicht immer schwindet die Angst in dem Maß, das wir uns zu wünschen würden. Oder trotz Grundvertrauen in Gott kann Angst ein Begleiter des Lebens bleiben. Angst ist also auch eine Form der Sensibilität und Menschen, die sensibel sind, wir haben ja in einer anderen Einheit auch über Sensibilität gesprochen, die müssen lernen, mit Grenzen zu leben. Wiederum hier nochmals die Seminarhefte, die Sie gratis herunterladen können. Kommen wir zu den Wiederholungsfragen. Was ist gesunde Angst? Wodurch ist kranke Angst gekennzeichnet? Was spricht dafür, dass Ängstlichkeit zum Teil angeboren ist? Woraus erkennen wir das? Was ist der Unterschied zwischen einer Phobie und einer generalisierten Angststörung? Nennen Sie die vier Elemente der Therapie der Angst. Nennen Sie einen Bibeltext zur Verminderung der Angst. Und schließlich ganz persönlich, was hilft Ihnen, wenn Sie Angst haben? Sie können diese Wiederholungsfragen entweder für sich allein beantworten oder vielleicht auch in einer Studiengruppe, in der Sie miteinander dieses Video geschaut haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin noch anregende Gespräche.